Willkommen auf meinem Kanal. Heute sprechen wir über ein wichtiges Thema: Bautrockner für Bau- und Renovierungsprojekte. Bitte liken und abonnieren, um keine spannenden Handwerksvideos zu verpassen. Aktiviert die Glocke für Benachrichtigungen zu neuen Videos. Teilt eure Meinung zu den Bautrocknern in den Kommentaren. Lasst uns das Beste aus unseren Bauprojekten machen. Los geht's! Der Attica Allee 600N ist ein leistungsstarker Luftentfeuchter für Baustellen und feuchte Umgebungen. Mit 760 Watt und 230 Volt entfernt er effizient überschüssige Feuchtigkeit. Ein großer Pluspunkt ist seine hohe Entfeuchtungsleistung von bis zu 60 Litern pro Tag, ideal für größere Räume und nach Wasserschäden. Der Bautrockner ist sehr mobil dank der robusten Räder und des stabilen Tragegriffs. Ein integrierter Trichteranschluss ermöglicht das kontinuierliche Ablassen des Kondenswassers und reduziert den Wartungsaufwand. Ein weiterer Vorteil ist die einfache Bedienung mit übersichtlichem Display und intuitiver Steuerung für mühelose Einstellungen. Leider hat das Produkt auch einige Schwachstellen. Der Bautrockner kann aufgrund seiner Leistung etwas laut sein, was störend sein kann. Zudem ist er relativ groß und benötigt mehr Platz zur Aufstellung. Der Trotec TTK 170 Eco ist ein beeindruckender Luftentfeuchter und Bautrockner mit hoher Entfeuchtungsleistung von bis zu 52 Litern pro Tag. Ideal für größere Räume und nach Wasserschäden. Ein großer Vorteil ist seine leistungsstarke und dennoch energieeffiziente Arbeitsweise. Mit 820 Watt Leistungsaufnahme erreicht er eine bemerkenswerte Entfeuchtungsrate und ist zugleich kosteneffizient. Das benutzerfreundliche Bedienfeld ermöglicht eine einfache Steuerung und Einstellung der Luftfeuchtigkeit. Mit dem integrierten Hygrostaten lässt sich die Zielluftfeuchtigkeit festlegen und der TTK 170 Eco arbeitet automatisch. Ein weiterer Pluspunkt ist das ansprechende Design des Luftentfeuchters. Kompakt und modern fügt er sich nahtlos in jeden Raum ein und bereichert die Optik. Leider gibt es auch einige negative Aspekte. Benutzer berichten von einer möglichen Lautstärke während des Betriebs, die in geräuschempfindlichen Umgebungen stören könnte. Der Actobis WDH416S ist vielseitig und entfernt effektiv überschüssige Feuchtigkeit aus der Luft. Mit 20 Litern pro Tag ist er ideal für mittelgroße Räume und nach Wasserschäden geeignet. Ein großer Pluspunkt ist seine Benutzerfreundlichkeit. Das Bedienfeld ist einfach und intuitiv gestaltet, was die Einstellung der gewünschten Luftfeuchtigkeit und die Programmierung von Timerfunktionen erleichtert. So kann der Luftentfeuchter genau an die individuellen Bedürfnisse angepasst werden. Die leichte Mobilität des Geräts ist ein weiterer Vorteil. Mit seinen praktischen Rollen und dem ergonomischen Tragegriff kann er problemlos von einem Raum zum anderen transportiert werden, was seine Flexibilität erhöht. Zusätzlich verfügt der Luftentfeuchter über einen integrierten Ionisator, der die Luftqualität verbessert, indem er Partikel wie Staub und Pollen reduziert. Dies macht das Gerät besonders attraktiv für Allergiker und Menschen mit Atemwegsproblemen. Ein möglicher Kritikpunkt betrifft das Betriebsgeräusch. Obwohl der WDH416S im Vergleich zu vielen anderen Luftentfeuchtern eher leise ist, haben einige Benutzer dennoch berichtet, dass das Geräusch während des Betriebs hörbar sein kann. Der Master DH44 ist ein leistungsstarker Entfeuchter, der mit einer beeindruckenden Entfeuchtungsleistung von bis zu 41 Litern pro Tag aufwartet. Mit dieser Fähigkeit eignet sich das Gerät hervorragend für den Einsatz in größeren Räumen oder nach umfangreichen Wasserschäden. Ein großer Pluspunkt ist seine Robustheit und Zuverlässigkeit. Mit seiner soliden Konstruktion und hochwertigen Materialien ist er für den professionellen Einsatz konzipiert und bewältigt auch anspruchsvolle Herausforderungen mühelos. Die einfache Bedienung des Entfeuchters ist ein weiterer Vorteil. Mit einem klaren und gut strukturierten Bedienfeld lässt sich die gewünschte Luftfeuchtigkeit leicht einstellen und der DH44 erledigt seine Arbeit automatisch und effizient. Ein zusätzlicher Pluspunkt ist die Möglichkeit, den Ablaufschlauch direkt anzuschließen, was den Wartungsaufwand reduziert und den Entfeuchtungsprozess kontinuierlich gewährleistet. Allerdings gibt es auch einen negativen Aspekt zu beachten. Einige Benutzer haben berichtet, dass der Bautrockner während des Betriebs eine gewisse Lautstärke erzeugen kann, was in manchen Situationen als störend empfunden werden kann. Der AWZ Luftentfeuchter ist ein leistungsstarker Entfeuchter, der mit einer beeindruckenden Kapazität von 60 Litern pro Tag aufwartet. Dieses Gerät ist darauf ausgelegt, überschüssige Feuchtigkeit effizient aus der Luft zu entfernen und eignet sich besonders gut für den Einsatz in größeren Räumen oder nach umfangreichen Wasserschäden. Ein großer Pluspunkt ist seine hohe Leistungsfähigkeit. Mit einer Entfeuchtungsrate von bis zu 60 Litern pro Tag kann er selbst in feuchten Umgebungen schnell und effektiv für ein angenehmes Raumklima sorgen. Die einfache Bedienung ist ein weiterer Vorteil dieses Geräts. Das übersichtliche Bedienfeld ermöglicht eine unkomplizierte Einstellung der gewünschten Luftfeuchtigkeit und bietet zusätzliche Funktionen wie Timer und Automodus, die den Betrieb noch komfortabler gestalten. Ein weiterer positiver Aspekt ist die Möglichkeit der kontinuierlichen Entfeuchtung durch den Anschluss eines Ablaufschlauchs.
Dadurch entfällt das regelmäßige Entleeren des Wasserbehälters und der Bauchtrockner kann kontinuierlich arbeiten. Allerdings gibt es auch einige negative Punkte zu erwähnen. Einige Benutzer haben berichtet, dass der AWZ-Bautrockner während des Betriebs relativ laut sein kann, was in manchen Situationen störend empfunden werden kann. Der Syntrox Germany ist ein vielseitiger Raumentfeuchter, der sich durch seine Leistungsfähigkeit und Effizienz auszeichnet. Mit diesem Gerät lassen sich überschüssige Feuchtigkeit und unerwünschte Feuchtigkeitsprobleme problemlos bewältigen. Ein großer Pluspunkt dieses Luftentfeuchters ist seine kompakte Bauweise. Durch das platzsparende Design lässt er sich leicht in verschiedene Räume aufstellen und ist somit flexibel einsetzbar. Die einfache Bedienung ist ein weiterer Vorteil. Das Bedienfeld ist überschaulich gestaltet und ermöglicht eine unkomplizierte Einstellung der gewünschten Luftfeuchtigkeit. Dadurch ist es auch für weniger technikaffine Nutzer leicht, das Gerät zu verwenden. Ein weiterer positiver Aspekt ist die Möglichkeit der kontinuierlichen Entfeuchtung durch den Anschluss eines Ablaufschlauchs. Dadurch entfällt das regelmäßige Entleeren des Wasserbehälters und der Luftentfeuchter kann kontinuierlich und effizient arbeiten. Allerdings gibt es auch einen negativen Punkt zu beachten. Einige Benutzer haben berichtet, dass die Entfeuchtungsleistung möglicherweise nicht ausreicht, um in größeren Räumen oder bei besonders feuchten Bedingungen optimale Ergebnisse zu erzielen. Der Trotec TTK 350S ist ein leistungsstarkes und effizientes Gerät, das überschüssige Feuchtigkeit aus der Luft entfernt und für ein angenehmes Raumklima sorgt. Mit einer maximalen Entfeuchtungsleistung von 70 Litern pro Tag ist dieser Entfeuchter besonders für große Raumgrößen bis zu 180 Quadratmeter oder 450 Kubikmeter geeignet. Ein großer Pluspunkt ist seine hohe Entfeuchtungsleistung. Dies ermöglicht eine schnelle und effektive Reduzierung der Luftfeuchtigkeit, selbst in größeren Räumen oder bei besonders feuchten Bedingungen. Die Einstellung des Hygrostarts ist ein weiterer Vorteil dieses Geräts. Dadurch kann die gewünschte Ziel-Luftfeuchtigkeit individuell festgelegt werden und der TTK 350S reguliert seine Arbeit automatisch, um diese zu erreichen und aufrechtzuerhalten. Die Qualitäts-Heißgasabtauung ist ein weiterer positiver Aspekt dieses Luftentfeuchters. Sie gewährleistet eine effiziente Abtauung und sorgt dafür, dass das Gerät auch bei niedrigen Temperaturen optimal arbeitet. Allerdings gibt es auch einen negativen Punkt zu beachten. Aufgrund seiner hohen Leistung kann der Bautrockner während des Betriebs relativ laut sein, was möglicherweise in geräuschempfindlichen Umgebungen als störend empfunden werden kann. Vielen Dank, dass ihr meinem Video bis zum Ende gefolgt seid. Ich hoffe, dass ich euch mit meinen Empfehlungen der besten Bautrockner helfen konnte. Wenn ihr noch Fragen habt oder weitere Informationen zu den vorgestellten Produkten benötigt, zögert nicht, sie in den Kommentaren zu hinterlassen. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, um zukünftig keine spannenden Videos rund ums Handwerk zu verpassen. Liken und Teilen unterstützt mich dabei, mehr hilfreiche Inhalte für euch zu erstellen. Falls ihr bereits Erfahrungen mit einem der vorgestellten Bautrockner habt oder andere Empfehlungen teilen möchtet, freue ich mich darauf, von euch zu hören. Vielen Dank nochmal für eure Zeit und bis zum nächsten Mal.